Vielen Dank für die wunderschöne Vorstellung. Dieser Schlüssel der Einheit, den haben wir im Film sehr stark erlebt. Zum Beispiel immer, wenn die vier Fäuste da zusammenkamen und dann gab es einen Knall, bam, und dann ist was passiert, dann kam Kraft ins Spiel. Diesen Schlüssel der Einheit, diese Kraftwirkung, die gab es nicht nur vor der Kamera, die gab es auch ganz intensiv hinter der Kamera. Wir tauchen jetzt ein in die Welt des Abspanns, nämlich mit all diesen Filmgremien, die diese Filme, diese Drehaufnahmen nachher gemeinsam bearbeitet haben. Bei uns ist das ein bisschen anders. Wenn man jetzt das nicht gemeinsam macht, dann gibt es das, dass ein Cutter zum Beispiel hat so eine Szene. Sagen wir, es gab 17 Klappen. Etwa 6 Minuten, 5 Kameras. Dann hat der zusammen nur schon mal 510 Minuten Filmmaterial zu sichten. 8,5 Stunden sitzt er da, schaut sich alles an. Da muss er alles synchron ziehen, da muss er alles bewerten, da muss er das Protokoll auspacken, halbes Buch. Was war bei Klappe 16, 17, 15, 14? Okay, da muss er auf die Anschlüsse achten, auf das achten. Und das alles natürlich nebenberuflich. Viel Spaß. So kommen dann die Nachtschichten zustande. Bei uns, bei diesem Film, haben wir das anders gemacht. Und zwar vereint geht das besser. Ein Cutter, nur weil er weiß, wie man ein Schnittprogramm öffnet, muss er ja nicht alles alleine machen. Das kann man ja vereint lösen. Also ist es bei uns so. André braucht zum Beispiel eine Klappe, ein Protokoll, Ton, Licht, Schminke, Kleidungsspezialisten, dann Friseusen da für die Frisuren, alle miteinander. Jetzt kann natürlich jeder für sich seinen Job tun. Deine Schminkpinsel, alle sind geschminkt, geht nach Hause. Ging es um. Oder die Klappe schlägt, der hängt dann ab und na, macht die anderen, was die müssen. Ich muss meine Klappe schlagen. Fertig. Nicht so bei uns. Jeder schaut zu, was die Schauspieler machen, was der Regisseur sagt, wie wirkt's auf mich. Ah, okay, Klappe 3, Klappe 4, oh, der war's. Ja, stimmt. Dann sagt die Alice aus der Maske oder Maskenbildner, stimmt, der war's. Den muss ich mir gerade merken. Okay, nach dem Dreh ist das dann ein Filmgremium, das zusammen die Szene schneidet. Und alle geben das rein, was sie mitgenommen haben vom Dreh. Und da wollen wir jetzt mal reintauchen, was das in der Praxis so heißt. Und ich sage doch gerade mal, das Filmgremium von Chur, wir sind hier in Chur, Heimspiel, wir beginnen doch gerade mit Chur. Filmgremium Chur, kommt ihr mal? Schön, dass ihr hier seid. Ich darf mich noch kurz vorstellen. Gell? Ihr wisst schon, ich bin die Produktionsleitung von dem Film und habe viel mit euch immer zu tun. Gell? Oh ja. Okay. Aber jetzt will ich mal fragen. Ich habe ja erzählt, dass die das alles zusammen machen. Ich bin zum Beispiel auch die, die sagt, die Musik ist ein bisschen zu laut. Die finde ich jetzt zum Beispiel ganz ein bisschen weniger. Matti, wie hast du das so empfunden? Was war für dich das Eindrücklichste an diesem Filmgremium? Also für mich persönlich das eindrücklichste Erlebnis war, dass wir alle miteinander so cool miteinander zusammenwirken konnten. Wir sind ein bunt zusammengemischtes Team. Ja. Und ein explizites Beispiel ist unsere Alice. Sie ist verantwortlich für die Maske und auch für die Frisuren während dem Dreh. Und sie hat uns auch tapfer mitgeholfen in diesen Gremiumsbesprechungen, wo wir hatten. Und es war so cool, das zu erleben. Wir Jugendliche waren dann so schnell in diesen einzelnen Details drin verfangen. Schärfe und, ja, und Anschluss und ja. Perspektiven und alles. Und sie hat bei den Drehs immer auch so gut an Ivo zugehört und konnte uns dann wieder die Vision weitergeben von diesen Szenen. Dass es eine Komödie werden will. Ja, ja, richtig.
und nicht irgendein ein Horrorfilm oder so. Sehr, und wenn sich mal die falsche Musik drunter verirrt hat, hat sie gesagt, man muss das nicht eine Komödie werden. Ja, habe ich genau gehört. Sehr schön. Und gell, der Matti war zum Beispiel so einer, der früher die 510 Stunden alleine angeschaut hätte. Gell, das war es nicht mehr diesmal. Das hat komplett geändert. Hey, schön, das freut mich. Alice, wenn ich jetzt dich frage, was wäre für dich das Eindrücklichste, was würdest du sagen? Also für mich war das Eindrücklichste, weil wir so eine tolle Familie waren, weil das könnten ja alle meine Kinder sein, ich als altes Mami, die haben mich richtig reingenommen. Ich bin ja nicht eine, die mit Computer so rum, also sich auskennt. Sie haben die Links reingemacht und ich konnte sie nur noch anklicken, dass ich da nicht noch lang suchen muss. Und das war so toll, also ich habe mich einfach wohl gefühlt. Es war einfach sehr schön. Wir waren einfach eins. Wunderbar. Alt und jung. Das ging euch allen so, ja? Ja. Da hast du nur links geklickt, konntest dir die Szene anschauen, darüber genau schlafen. Wunderbar. Neben dir haben wir gerade auch noch so eine aus dieser Abteilung, Schminke, Frisuren und so weiter. Was hast denn jetzt du zum Beispiel mit diesem Filmgremium dazu beigetragen, wenn man die Szene schneidet, hast du da auch irgendein Erlebnis gemacht? Also ich war zum Beispiel Gastgeberin einer Szene, wo die Männer da, die Frauen diese Eindringlinge überfallen haben. Okay. Oder umgekehrt, so wie man sagen will. Und zum Beispiel war da die Uhr, ich kenne natürlich jede Ecke aus meiner Wohnung und da war diese Uhr. Und im Gremium ist, also in der Szene ist sie da hin und her gesprungen, mal war sie auf 10:45, mal war sie auf 16:30. Und halt so kleine Details, das muss halt auch sein, weil es da dann professionell wirken soll. Siehst du, so sieht jeder wieder was anderes, habe ich von jedem Filmgremium gehört. Der hat das gesehen, der das. Wunderbar, ist doch schön, wenn nicht einer alles sehen muss. Und wenn wir die Szenen dann zu Endkurs bekommen haben, muss ich sagen, war das ganz was anderes als früher. Weil wir sagen hier immer, wenn alle Frieden haben, doch jetzt ist die Szene gut. Wenn sie Frieden hat, sie, erst dann kommt sie zu uns, zu Kurs. Und dann hatten wir, also Kurs heißt Qualitätssicherung, Endsichtung, dann haben wir die Szenen in einem Zustand bekommen, wo man nur noch Finessen machen konnte, aber weil eben alle aufeinander gehört haben. Und das finde ich ganz speziell wunderbar. Eva, was schaust du mich so an? Ja, willst du auch was sagen? Ja, ich will auch was sagen. Okay. Weil, das ist ganz spannend, wenn ihr all diese Leute seht, da denkt ihr vielleicht, sind die jetzt von Film? Sind sie aber gar nicht, weil das ist ein Automatikerlernender, der Joni. Das ist eine Fotografin. Das ist eine angehende Lehrerin, eine Physiotherapeutin, ein Elektroplaner, eine pensionierte Hausfrau. Das ist eine Kindergärtnerin. Ich bin eine Visual Merchandiserin, weiß niemand, was es ist. Gut, das ist eine Studentin, eine Teamassistentin, das ist eine Kauffrau und das ist ein Lehrer. Das wollte ich sagen. Schön, danke. Und das habt ihr aber gut hingekriegt. Sehr schön. Zum Beispiel die Szene beim Einbruch und in den Wohnungen, das waren alles Sie. Wollen wir doch gerade mal ein bisschen noch in den Dreh reintauchen, was die da so für eine Stimmung hatten. Schauen wir da noch kurz rein. Jetzt sind wir nicht im Heimspiel Chur. Jetzt geht es da in den Osten Deutschlands, aber ganz, ganz westöstlich. Der östlichste Punkt in Deutschland, also zu der Polengrenze, ist Hoyerswerda. Hoyerswerda und das Vogtland. Die kommen hier aus dem östlichen Teil Deutschlands, aus dem Vogtland und waren auch so ein schönes Filmgremium. Ihr seht da strahlen in der Mitte unsere liebe Linda. Die Linda war auch so eine, die früher, gell, Nachtschichten, kein Fremdort war und so, gell, alles allein. Und wie geht's dir jetzt mit deinem wunderbaren Team? Ja, also mein Team ist eine Riesenergänzung für mich gewesen. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank. Diese Erfindung der Cut-Gremien ist einfach genial, weil ich habe gemerkt, ich habe ja schon auch bei anderen Filmen mitgecuttet und
ganzen Szenen selber rausgesucht, ja. geschaut, wo ist das Charisma und ja. so. Und da habe ich echt gemerkt, ihr habt so viel mehr gesehen als ich alleine. Ich bin als Cutter eigentlich schon fast betriebsblind, ja. das muss man echt sagen. Mhm. Und eben wenn dann eine Mappe gefallen ist und dann schneidet man so und im ersten Schnitt ist sie schon gefallen und im nächsten Schnitt war sie noch oben. Ja, und so, die kennen wir. Oh, ja. Also sie haben halt einfach so auch Details gesehen oder ha. Sprünge, es war total genial. Und auch diese Frage nach der Musik, da war ich dann einfach aufgrund der Kapazität... Ja. Da, also das, was man da cuttet und so, voll überfordert. Und da gab es dann auch noch Unterstützung, ein paar Helfer. Ja, sauber. Richtig schön. Ich sehe da neben dir die liebe Isolde. Gell, mit Film hattest du in deinem Leben, hast du schon mal was zu tun gehabt? Nein, überhaupt noch nicht. Überhaupt noch nicht. Ich bin total alleine. Sehr gut. Ja, und jetzt, was hast du jetzt für ein Erlebnis gemacht in diesem Filmgremium? Ja, also es war für mich... Es hat mir ganz viel Freude gemacht. Ich habe schon in dem Film damals gelebt. Ja, echt? Ja, und gerade hier mit der Staatsanwältin und mit Pascal Zimmermann, da haben wir den ganzen Tag Musik gesucht. Musik gesucht, ja. Und wir haben einfach nichts gefunden und wir sind dann auch so auseinandergegangen. Nichts gefunden. Ja, und dann zu Hause, da kam noch meine Anfrage von lieben Schwester. Mhm. Und also bei mir ist dann einfach hochgestiegen. Wir brauchen für die Zähne einfach gar keine Musik bei Staatsanwältin und Pascal Zimmermann und dass man so richtig laut sprechen hört. Ja, ja, wow. Und das war super. Das wäre keinem Cutter in den Sinn gekommen. Ja. Dort ist immer jede Sekunde Musik und man muss immer sagen, langsam, hey, es reicht, oder? Und jetzt diese Szene, die hat euch gefallen, hat die uns gefallen? Die hat uns doch gefallen. Hier war zum Beispiel keine Musik, nur so ein bisschen Akzente auf diese Fliege, dann kam das viel besser raus. Oder gute Geräusche. Ja. Das war ihr Impuls. Sie hat mir erzählt, dann war sie zu Hause, hat über diese Szene nachgedacht, nachgesinnt und sowas. Und irgendwann hat sie die Erleuchtung, es braucht keine Musik. Eine Rückmeldung hast du an deinen Filmleiter geschrieben. Ja, es war die Conny. Die Conny. Ja. Ach, die Conny, sehr schön. Und als ich die Szene gesehen habe, habe ich gesagt, wow. Ich habe nachgefragt, wie kamt ihr auf die Idee, hier keine Musik zu machen? Weil es gibt es eigentlich nie. Es ist immer alles voll mit Musik. Und man muss immer schauen, wo man sie rausnimmt. Und dann kam ich schließlich auf diese wunderbare Geschichte. Ein Applaus für Isolde. Ich sehe hier noch jemanden. Du bist, wie heißt du? Elias. Elias. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, sehr. Sehr? Wenn jetzt die Leute auf den Zettel schreiben würden, dass es doch mal eine Serie gibt, eine Folge von vielleicht dieser Serie, würdest du da gerne wieder dabei sein? Ja. Ja? Und würdest du vielleicht irgendwann so gerne vielleicht sogar noch schneiden oder so? Ja, sehr gern. Sehr gern. Sehr gut. Danke dir, danke euch allen. Schauen wir noch ganz kurz rein. Licht aus. Seht ihr die Isolde da oben? Ja. Voll in Aktion. Und hier, er ist nicht dabei, der sehr schön, wie alt ist der Harald? Harald? Sehr schön. 80, auch er war dabei, dürft gerne das Licht wieder einstellen. Das war unser Filmgremium aus Vogtland und Hoyerswerda. Vielen Dank euch für das Mithelfen, dass auch nicht einzelne überlastet sind, wie zum Beispiel du, Linda, gell? Weil du so viel eben technisch auch kannst. Ich danke euch von Herzen, dass ihr auch immer wieder so helft. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hatte mal die Gelegenheit, bei öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern auch reinzuschauen, auch hinter die Kulissen zu blicken. Und ich durfte dann da in diese Studios reinschauen, mal hinter den Cutter sitzen. Da war so ein Cutter, das vergesse ich mein Leben lang nicht mehr, da der Cutter, da die Regisseurin, da ich. Der hat sich die ganze Zeit ziemlich arg genervt. Ab dem Kameramann, nein, schon wieder verschwenkt und Licht, ach boah, und der und da. Und er war recht aufgebracht, was die alles falsch machen, weil er war einfach nur der Cutter. Er weiß ganz genau, was die falsch machen, der schneidet jeden Tag, jahrelang.
Es war 17 Uhr, er steht auf, drückt den Knopf, sagt Feierabend, ich gehe, die Regisseurin sitzt da. Hey, wir müssen doch dann und dann aufstehen. Sorry, hey, es ist meine Arbeitszeit, ich kann jetzt hier nicht länger, so, tut mir leid. Ich saß da, wir haben uns angeguckt, die Regisseurin und ich. Ja, er ist jetzt weg. Es ist seine Arbeitszeit, ist sein Job, er macht einfach, weil es sein Job ist, Cutter, Jahr und Tag. Ich habe dann mit dem Kameramann geredet, der schon seit Jahrzehnten, also richtig schon ein gesetzter Herr an der Kamera, der immer nur filmt. Und dann habe ich ihn so ein bisschen gefragt, ja, hast du denn die Möglichkeit, deine Bilder auch mal anzuschauen und am Schnittpult mitzumachen? Nee, ich war noch nie am Schnittpult und habe meine Bilder bei der Auswertung gesehen. Okay, das sind einfach einzelne Jobs, das ist jetzt nicht nur in der Filmbranche so. Überall, wo man eben nur ein Spickel sieht und sich nicht vereint als eine sieht, kommt es so raus, dass man nicht mehr so glücklich ist bei der Sache. Nicht so bei dem Filmgremium aus Osthofen. Wart ihr wirklich hinter der Kamera? Schaut euch doch mal an. Okay, okay. Wen haben wir da mit der Pistole? Ui, du bist ganz eine gefährliche Leni. Okay. Du bist unbewaffnet. Leni, ich habe von diesem Cutter erzählt, von diesem öffentlich-rechtlichen Fernseher, der um 17 Uhr da seinen PC ausgeschaltet hat. War das bei dir auch so? Nein, das war bei mir überhaupt nicht so. Ich durfte nämlich die Szene, die ich mir für den Cut ausgesucht hatte, vorher als Kamerafrau filmen. Das heißt, ich hatte eigentlich bei der Sichtung des Filmmaterials auch die Möglichkeit, meine eigenen Filmaufnahmen zu beurteilen, ja. Zu schauen, oh weia, da spiegelt sich der Kameramann im Spiegel oder im Fenster, jetzt muss man das rotoscopen, ja. Und ausschneiden, und wir konnten eigentlich dadurch immer optimieren. Sehr gut. Seht ihr, man tut die eigenen Fehler wieder ausbessern, man lernt dazu, es gibt ein gemeinsames Bewusstsein. Das ist natürlich toll. Ah, sie hat diese Szenen da geschnitten, gell? Diese ganzen Kampfsportszenen, da passiert mal schnell sowas, genau. Gehen wir nochmal zurück zu unserem schönen Bild. Wen sehen wir da noch? Da hat einer den Stab in der Hand. Hä? Du hast den Stab in der Hand. Ich denke, sag doch du mal, beurteil mal jeden. So, na, das kommt da recht so herrscherisch rüber. Sag mal, was haben die da gemacht? Ich hoffe nicht herrscherisch, aber bei uns lief auch alles unter dem Motto, vereint geht's besser, jeder durfte seinen Teil mit reingeben. Zum Beispiel hier Elena beim Dreh Requisite gemacht und durfte dann beim Cut auch mit unterstützen, hat dadurch ganz anderen Blick gehabt, zum Beispiel fürs Schauspielerische. Hat dann gesagt, hier diese Szene findet sie vom Schauspiel schöner und so weiter. Susi hat voll den Blick für die humorvollen Szenen gehabt, besonders hier in den Action-Szenen. Paul und Simon, die haben das Ohr für die Musik und die Geräusche. All diesen Film würde, so wie der Johannes heute Morgen hier gesagt hat beim Orchester, nichts sein ohne diese Musik und die Geräusche, und sie haben ihren Teil damit reingegeben. Leni, unsere Queen der Synchronität. Katja durfte auch eine Szene... Also warte, ganz kurz, dass die Leute das verstehen. Queen of Synchronität heißt Mund und Ton. Wenn das nicht synchron ist, zählt das 80% nicht. Aber genau. Die 20%, die sehen, die stört das dann extrem. Nein, schon wieder unsynchron. Sie gehört zu den 20%, aber im Gremium muss man diese Leute auch noch finden, die Synchronität sehen. Queen of Synchronität, kurz ausgelegt. Sehr schön, eben jeder hat seine Gabe und da sind wir froh, dass sie sieht, da muss es ja nicht jeder sehen, deswegen. Genau, sehr schön. Die Katja hat auch eine Szene geschnitten, sie hat die Szene geschnitten von dem China-Restaurant, hat die Katja geschnitten, hat auch ihren Teil mit reingebracht und hat beim Dreh auch unterstützt. Samuel, mein kleiner Bruder, hat die Fähigkeiten der Animation auch mit reingegeben, zum Beispiel mit den Schüssen. Oh. Und wenn ich auch noch erwähnen darf, ist mein Bruder auch zuvorderst. Wir haben zusammen mehr so das Technische in der Hand gehabt und die technischen Impulse mit reingegeben. Mein Bruder Johannes, genau. Ja, er ist heute verhindert, aber er ist dabei. Genau. Hi Johannes, danke dir für deine Arbeit. Ich könnte dich ja in der Mitte spielen. Okay, gut, sehr schön. Und von dir habe ich auch gehört, du bist auch jemand, der
super die Sachen umsetzen kann. Da kommen 17 Impulse von überall und du kannst dann alles umsetzen, dir merken und so, wunderbar. So hat jeder seine Fähigkeiten und zusammen gibt es ein wundervolles Ganzes. Applaus auch für euch, vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt schauen wir ganz kurz in eine Sequenz rein, die man gerne noch mal ganz kurz antönt. Und wir fragen uns, wer steckt wohl hinter diesem Clip, hinter dieser Szene? Einen Schritt nach vorne ins Licht. Jawohl, da haben wir eine ganz interessante Crew beieinander, schon sehr musikalisch unterwegs, wie man sieht. Wow. Bei der Szene haben wir ganz schön gelacht, war es so, oder? War eine echt witzige Szene. Ich habe das Gefühl gehabt, die Szene hat funktioniert. Sie kam gut rüber. Was denkt ihr? Also, was war so das Geheimnis, dass die Szene irgendwie so Schwung hat und lebt? Jetzt rein von der Bearbeitung her, würde mich jetzt mal interessieren, schätzt ihr das so ein? Ja, also ich denke, das Geheimnis von der Szene waren die Geräusche, weil am Anfang haben wir uns den Rohcut angeschaut und der war einfach sehr fade, also es hat einfach gar nicht gewirkt. Da haben wir immer mehr Geräusche reingemacht und am Ende, also ist die Szene zum Leben erwacht und dann wurde es echt witzig auch. Ja, sehr schön. Ja, es dauert schon seine Zeit, bis man so die richtigen Geräusche gefunden hat. Ja, du. Und da haben wir auch noch einige Geräusche selber spontan aufgenommen. Und da hat man richtig Spaß dabei gehabt. Ja, sehr schön. Das ist wirklich ein sehr erheblicher Teil, die Geräusche. Da habt ihr stundenlang dran gesessen, gell, bis ihr da all diese Geräusche hattet. So auch noch, hast du noch auch noch ein Geheimnis hinter der Szene? Danke euch nochmal ganz kurz für den Einsatz. Jedes Geräusch unter dem Film musste gesucht werden, ausgewertet werden, ausgewogen, stimmt's, passt, ist genug wuchtig, wenn die dazu beißt. Und manchmal muss man etwas ganz Übertriebenes machen, gegen eine Salatschüssel oder irgendwas Verrücktes. Einmal muss man Klavier die Treppe runterfallen lassen, um irgend so ein Kleid, dass man überhaupt was checkt, was da abgeht. Vielen Dank euch, Applaus an alle Geräuschspezialisten. Sehr schön. Hier haben wir noch den Chef des Gremiums. Was würdest du sagen? Ja, was findest du? Was hat es ausgemacht? Ja, also ich kann das wirklich bestätigen. Am Anfang, der Cut, ich saß da, ich habe vor allem geschnitten halt und habe gedacht, wie wird diese Szene irgendwie lustig? Also das muss ja eine Komödie sein und da habe ich mal alle zusammengetrommelt und gesagt, ich brauche eure Hilfe, wir müssen das irgendwie lustig hinkriegen. Und da war das echt toll, dass wir so eine musikalische Familie auch in unserer Mitte hatten. Und ich kann einfach sagen, ich empfinde, die Musik hat einfach hier die Stimmung dieser Szene gemacht. Und das war, am Abend haben wir angeschaut und gedacht, jetzt ist es irgendwie lustig geworden. Hammer, vielen Dank. Musikalische Truppe hast du bekommen, das ist natürlich sehr passend für die Szene. Zeig nochmal die Musik ein bisschen lauter. Sehr schön, doch, klingt gut. Klingt gut, das gibt schon eine heitere Atmosphäre, wenn die falsche Musik drunter ist, dann ist es wirklich eine andere Wirkung. Krass, was Musik für eine Wirkung hatte, kann ich dir auch recht geben. Ja, wie sind froh seid ihr heute hier, weil wenn ihr ja schon Stimmung in diese Szene bringen konntet, meint ihr, kriegt ihr da auch noch mal ein bisschen Stimmung rein, bevor es jetzt weitergeht, oder? Jeremias, was meinst du so? Ja, also ich habe ein neues Stück dabei. Gut, das freut uns. Ja, vielleicht kann ich schon mal noch zwei Musiker, die da noch mit dabei sind, mit dazu beten. Wir sind vier Leute. Einmal hier die Desi an der Geige, meine Schwester Judith kommt noch mit dem Cello und hier mein Bruder Tobias mit dem Cello. Und das Stück haben wir zusammen gemacht. Vier wieder mal, genau. Okay, vier eint. Genau, und ich habe es nicht alleine gemacht, nicht irgendjemand hat es alleine gemacht, sondern wir haben es gemeinsam gemacht. Und das war, finde ich, das Besondere dran, dass einfach jeder, der auch einen anderen Hintergrund hat, ganz unterschiedlich ist, dass man trotzdem zusammen eine Musik wunderbar gemacht hat. Wollen wir sie hören, die Vier-Eint-Musik? Sehr schön, dann dürfen die anderen gerne gehen mit einem herzlichen Dank für eure großartige Arbeit. Und dann würde ich sagen, die
Cellos und die Geigen, die vier, also zwei Cellos, zwei Geigen, genau, die vier dürfen sich hier positionieren, dürft ihr euch einrichten und dann lassen wir uns nochmal aufheitern, nicht nur in der Szene, sondern auch hier an der Filmpremiere. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und danke euch fürs Mithelfen allen Gremien. Wir konnten jetzt nicht, um der Zeit will, nicht alle hochbringen, aber jedes einzelne Gremium hat so richtig tolle Geschichten zu erzählen und vielleicht bist du das nächste Mal auch mal in einem Gremium dabei. Es ist einfach schön, wenn man organisch wie ein Mann zusammenarbeiten kann und nicht alles selber haben muss, sondern weiß, irgendeiner hat immer den entscheidenden Impuls. Irgendeiner sieht, wo das Problem ist, wenn die Szene nicht lebt. Oder einfach, es ist eine Ergänzung und das ist das, was wir leben. Auch Film ist ein Mittel zum Zweck, auch diese Dinge immer wieder in der Praxis zu trainieren und zu üben. Es ist ein wundervolles Gefäß, das wir unserem Regisseur, meinem Papa, verdanken. Vielen Dank. Und dann sage ich Bühne frei für euer Stück.